VfL-Spieltagsanalyse. Maxim Neitsch ist zu Gast. Wir schauen auf das Pauli-Spiel vom letzten Wochenende zurück. Die Pressekollegen haben uns nach dem Spiel gesagt, dass ein gut gelaunter Maxim Neitsch vorbeikam zum Interview. Lag das am Heimsieg, lag das am eigenen Tor oder doch an beidem? Ja, es lag schon an beiden. Also natürlich habe ich mich gefreut über das Tor, über mein erstes. Und natürlich auch, weil wir gewonnen haben, zu Null souverän gespielt haben, war natürlich die Freude groß. Wir schauen mal kurz auf die Statistik. 16 zu 6 Torschüsse, 57% Ballbesitz, 57% gewonnene Zweikämpfe. Also rein schon von den Zahlen her ein insgesamt verdienter Sieg, oder wie war da die Einschätzung bei dir? Ja, ich fand schon, dass wir verdient gewonnen haben. Haben jetzt nicht viel zugelassen. Klar, ein, zwei Chancen doch noch. Also in der ersten Halbzeit fallen ja Lattentreffer, aber sonst fand ich, hatte Pauli nicht viel vom Spiel. Also war es schon verdient. Ja. Wir wollen bei der VfL-Spieltagsanalyse natürlich auf die entscheidenden Szenen aus diesem Spiel schauen. Szene 1 können wir mal drauf gucken. Das ist die Entstehung des Elfmeters. Beginnt bei uns in der Hälfte, Einwurf von dir und dann wird aufgebaut. Vielleicht kannst du aus Spielersicht ein bisschen was dazu sagen. Ja, wir haben halt einen Einwurf, haben hinten viel Platz. Der Bassi ist angelaufen. Hubert ist gut in den Raum gegangen, hat dann gut in die Mitte abgelegt und dann ist Milo gut hinterhergegangen und schwupp, waren wir schon vorne und haben Elfmeter. Ich denke, die Entscheidung war klar. Klarer Elfmeter. Robert Jule hat den dann auch souverän verwandelt. Einer unserer Spieler, der sehr gut aus der Pause gekommen ist. Was zeichnet ihn so für dich aus, fußballerisch? Ja, er ist natürlich brutal. Also hat eine brutale Technik, hat einen guten Abschluss, ist körperlich robust. Ist echt ein Spieler, den man immer anspielen kann und hat auch natürlich auch super Pässe. Wir hätten dann auch noch höher in Führung gehen können. Zugegeben, du hast es angesprochen, der Lattentreffer, wir hätten natürlich auch einen kassieren können. Mhm. Aber Vinci hat dann zwei Tore geschossen, die leider zurückgenommen wurden. Wir haben aber trotzdem das 2:0 gemacht und darauf schauen wir jetzt. Minute 73, 2:0 von Maxim Leitsch. Wir sehen in den Szenen, dass du vorher auch schon immer mittendrin warst. Bei Standard sowieso vorne mit dabei. Und dann hat es ja auch geklappt. Was war das für ein Gefühl, als der Ball dann im Netz lag? Ja, also ich habe mich gewundert, dass ich so frei vom Tor zum Abschluss kam. Und dann war ich ein bisschen halt noch überrascht, aber dann im Nachhinein habe ich mich natürlich mega gefreut. Schon gesagt, wäre natürlich schöner, wenn Fans im Stadion gewesen wären, aber ich war froh, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte und ja, war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Weißt du eigentlich, wann du davor dein letztes Pflichtspieltor gemacht hast? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war ein Freundschaftsspiel vor 2 Jahren, glaube ich, aber Pflichtspiel habe ich noch. Ja. Eigentor habe ich aber leider nur. Ja, gut, das lassen wir mal weg. Das letzte Pflichtspieltor war tatsächlich vor 5 Jahren in der U19 noch, gegen den ersten FC Köln. Auf Freistoß. Ja, das musst du sagen. Ja, da habe ich den Freistoß selber geschossen. Okay, sehr gut. 5 Jahre her, ja. Hat mal wieder geklappt. Ja. Schöne Sache. Das war dann auch die Vorentscheidung. Bei dir persönlich ist es ja ein bisschen so wie beim VfL insgesamt. Auf einmal bist du wieder da. Du bist 1,5 Jahre ausgefallen. Jetzt das erste Spiel des Jahres in Bielefeld, da warst du noch gar nicht im Kader. Danach dann auf einmal drin, sofort in der Startelf und immer 90 Minuten durchgespielt. Hast du gedacht, dass es dann jetzt auf einmal so schnell geht? Nee, natürlich nicht. Also ich dachte schon, das dauert vielleicht noch ein bisschen. Dann wurde ich halt quasi ins kalte Wasser geschmissen, was natürlich auch gut war. Und seitdem läuft es halt eigentlich ganz gut für uns oder für mich, für alle. Diese 1,5 Jahre Ausfallzeit waren ja geprägt von muskulären Geschichten, immer wieder Rückschläge. Wie bist du in dieser Zeit mit dieser Situation umgegangen? Ja, war natürlich schon schwer, weil es natürlich oft und mehrmals immer wieder Pausen gab. Also ich musste halt dranbleiben, ich habe versucht nicht meinen Kopf hängen zu lassen. Und ja, wie gesagt, hat sich bis jetzt hat sich das gelohnt. Mhm. Jetzt bist du seit 11 Spielen wieder dabei, nur 2 davon wurden verloren. Das war auch ziemlich am Anfang und in den letzten 8 Spielen seid ihr unbesiegt. Was sind so aus deiner Sicht die Gründe dafür, dass es bei uns gerade so gut läuft? Boah, also wir stehen halt, ich denke mal, wir arbeiten alle sehr gut zusammen als Mannschaft, defensiv und offensiv. Klappt das sehr gut momentan. Wir sind natürlich jetzt auch eingespielt, muss man sagen. Also vielleicht gab es vorher mehrere Wechsel hinten, jetzt haben wir auch eine Viererkette, die vielleicht eingespielt ist, davor auch so. Die Abläufe sind jetzt immer mehr und mehr klar. Dann ist das natürlich einfacher. Und ja, ich denke, das klappt momentan ganz gut. Viererkette ist ein gutes Stichwort. Du spielst jetzt seit 6 Spielen da hinten mit Vassili Lampropoulos zusammen.
In dieser Phase habt ihr ja unfassbar nur ein einziges Gegentor kassiert. Warum klappt das so gut bei euch beiden da? Ja, ich denke, wir ergänzen uns ganz gut. Er ist halt ein guter Abräumer, ich kann ihn gut hinten sichern. Ich bin hinter ihm, also wenn ich was ablaufen muss, ist das natürlich mein Part. Ich glaube, dass das halt sehr gut funktioniert und dann ist das auch harmoniert ganz gut. Wir stehen jetzt in der Tabelle bei 39 Punkten. Das sieht nach den letzten Siegen und Punktgewinnen ganz gut aus. Kann man da jetzt beruhigt in die letzten Wochen gehen oder wie sieht das aus? Ja, also beruhigt würde ich jetzt schon ein bisschen vielleicht sagen. Natürlich wollen wir jetzt nicht weniger Gas geben und sagen, jetzt haben wir es so gut wie geschafft und jetzt können wir die letzten vier Spiele ausklingen lassen. Das jetzt nicht. Wollen natürlich jetzt auch noch auf jeden Fall punkten die nächsten Spiele. Am besten jetzt in Osnabrück, damit wir wirklich sicher sind. Und ja, wollen dann natürlich noch so viele Siege wie möglich gehen, einfahren. Genau, Osnabrück ist das nächste Duell. Die haben gerade hier im Hinspiel und in der Hinrunde generell einen sehr starken Eindruck gemacht. Sind jetzt bei 35 Punkten, also ist noch ein bisschen enger, was die Tabellenregion angeht. Was erwartest du da für ein Spiel? Ja, die müssen halt auf jeden Fall noch ein paar Pünktchen mehr sammeln. Wäre ein schwieriges Spiel, denke ich mal. Haben jetzt auch in den letzten drei Spielen, glaube ich, nicht verloren. Gegen Stuttgart auch 0-0 gespielt. Also es wird, glaube ich, ein schweres Spiel. Und müssen wir halt genauso wie in den letzten Spielen angehen und stabil stehen und dann unsere Qualität dann vorne aufspielen. Dann wünschen wir dafür viel Erfolg, Maxim. Danke für deinen Besuch. Gerne.